Hallo Römer, die Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Bulletstorm. Ganz ehrlich, Häuptling, das war echt eine scheiß Idee. Full Clip Edition. Ich hab uns das alles eingebrockt. Warte, hörst du das? Dieses beschissen laute Gehämmer? Ja, das so, ja. Meine persönliche Hasenpfote, Boss. Hier scheint nicht nur die Sonne, sondern ein ganzer Regenbogen mit Glücksklee aus Mars. Halt die Klappe. Na los, zum anderen Ausgang. Alles klar. Hat sich meine Maus gefindlich wieder umgestellt? Nee. Kam mir gerade schon wieder so. Beim Zielen ist es halt so übel hart und fast. Jetzt muss ich Shift drücken, um rüber zu klettern. Lol. Jetzt, wo ich es umgestellt habe. Ui. Oh lol, du lebst ja noch? Was für eine beschissene Art, den Nachmittag zu verbringen. Ich muss einmal kurz meinen Sound ein wenig leiser drehen. Komm schon, weiter! Aua! Du hast dir für unseren Absturz ein echtes Paradies ausgesucht, Boss. So, ist hier noch irgendwer? Oder irgendwas? Nee? Oder ist wer? Er rennt mir einfach exakt vor den Lauf, Alter. Was haben? Wir haben Probleme mit ein paar einheimischen Wilden, Doc. Wir killen sie schon so schnell, wie es geht. So schneller, du Idiot. Bring den Job zu Ende. Ja, wir sind auf dem Weg. Oh. Alles klar, Leute. Yo. Heiliges Fels. Junge. Die Ulysses. Alles klar. Wir haben den Bastard mit runtergeholt. Toll, da fühlt sich Ishii bestimmt gleich viel besser. Mach deinen Job, leg sie um und zwar schnell. Einfach reinlunzen. Ich liebe diese Fähigkeit, einfach zu treten und dann alle wegzuböllern, ne? Oh, es ist so schön. Oh, herrlich. Geiles Gefühl. Einfach geiles Gefühl. Wo steht eigentlich meine Muni? Einer aus Serranos neuem Squad. Der Clown? Da habt ihr gerade eine neue Fähigkeit gesehen, die wir erlangen werden. Schön. Das kommt uns nur zugute, würde ich sagen. Final Echo. Die Elite. Die Elite hatte ich mir eigentlich anders vorgestellt, oder? Die Gerüchte sind wahr. Final Echo setzt tatsächlich Peitschen ein. Ich dachte, instinktgedämpfte Waffen seien illegal. Waren sie auch. Hey Mann, wir brauchen jede Art von Bewaffnung, die wir finden können. Also zieh den Rock hoch und den Dildo an. Probier das Ding mal aus. Oh! Oh! Verflucht! Ich kann fühlen, wie das Ding mit mir redet. Ganz toll, Boss. Freut mich echt für dich. Und jetzt mach dich nützlich und reiß den Deckel von dieser Büchse auf. Passt wie angegossen, Achievement. Schnapp dir eine der Fusionszellen. Ach was, echt? Danke, dass du mich, Schwachkopf, daran erinnerst, warum wir eigentlich hier draußen sind. Ja, kein Ding. So gern getan. Boah, ist das geil, Leute. Ach, dieses Gefühl beim Spielen. Gleich wie damals. Ein Psychopathen-Smoothie. Schön. Aber schön. Mit dem Arsch und die Beine in die Hand. Wir müssen los. Ich bin dabei. Okay, der ist tot.
Oh, schön. Einfach schön. Ha. Ja, ist einfach herrlich, ey. Dieses Gefühl, wie die da schön peitschen und den wegtreten wieder. Bumm. Einfach ranziehen und wegtreten. Herrlich. Einfach herrlich. Ich glaube, wir haben unendlich Schuss, oder? Komm her. Und geh weg. Ja. Oh, ist das cool. Einfach cool, Leute. Es lohnt sich so, dieses Spiel zu holen, ganz ehrlich. Ist ein schönes Gefühl. Ist vielleicht nicht für jeden was, aber ganz ehrlich, ich feiere es. Ist da eigentlich noch wer? Da war wer. Okay. Ja, wir sind auf dem Weg! Ishii hat echt Glück, dass ich ihn mag. Es gibt nicht viele, für die ich das hier tun würde. Doc kriegt den wieder hin, Ray. Ja, so geht's mir auch. Du wirst schon sehen. Beeilung! Schließ sie an! Und jetzt raus hier! Ich muss 1 Million Neurotransmitter Bio schweißen, Idioten! Wird durchgeführt. Sterilisation. Klingt, als wären sie schon fast drin. Beeil dich, Doc. Wir kriegen Besuch. Doc! Schnauze! Hinter dir! Sie sind gleich! Kacke! Boss, sie kommen durch die Lüftungsschächte! Ishii braucht unsere Hilfe, komm schon! Kommt her, ihr Wichser! Gebt mir was, wofür es sich zu sterben lohnt! Na los, zeigt mal, was ihr drauf habt, ihr verfickten Schwanz! Einfach alle reintreten, ey! Oh, war ich das? Ich hoffe nicht! Ey. Scheiße. Die Zeit mit dir hat Spaß gemacht. Schieß mich. Tu es. Holy moly. Da waren es nur noch 2, Alter. Hilf. Hilf mir. Bitte. Der Schmerz. Ishii. Gott sei Dank, du lebst. Das ist irrelevant. Bitte, hilf mir! Irgendwas geschieht! Hör mir zu, Ishii. Du wurdest bei dem Angriff verletzt. Doc musste dein Gehirn mit dem Bioprozessor des Roboters flicken. Du musst dich noch daran gewöhnen. Es ist wie eine Amputation. Ich helf dir. Du? Du willst mir helfen? Ich kann mir nicht vorstellen, wie du mir helfen könntest. Dein trunkener Rachedurst hat gerade unsere Crew getötet. Es tut mir leid. Es tut dir leid. Tut dir leid? Ishii, hör mir zu. Überlass dem Bioprozessor nicht die Kontrolle. Das darfst du nicht zulassen. Ich werde dich töten, Gray. Kein logischer Grund spricht dagegen. Das ist eine Final Echo Instinktpeitsche. Ja. Ja. Der Kommunikationskanal. Und öffne ihn. Schalt das Mikro ab. Jawohl. Alle Final Echo Überlebenden Positionen melden. Nishka, hier ist Serrano. Ich bin am Leben, hänge aber auf einem verdammten Hoteldach fest. Jetzt beweg deinen hübschen Arsch.
Einheimische sammeln sich hier und ich sitze in der Scheiße. Alle anderen Echo-Überlebenden auf Tracker umschalten. Meine Position. Ich mache mich auf den Weg zum General. Serrano, die Kakerlake lebt noch. Das ändert die Lage, Ishii. Selbst wenn du diesen Hurensohn nicht umbringen willst, werden seinetwegen bald Rettungsschiffe hier auftauchen. Berechne jetzt mal unsere Überlebenschance. Kannst du sie aufspüren? Ja, hab sie. Wir finden die Kleine, folgen ihr zu Serrano und... Wir brauchen den General, um hier wegzukommen. Ihn zu töten ist kontraproduktiv. Ich weiß ja, wie dringend du mir helfen willst. Klar. Natürlich. Ich wollte ihn auch gar nicht töten. Nein. Wir finden ihn und bringen dich hier weg. Ich kenne ein paar Biotechniker, die dich wieder hinkriegen, Ishii. Ich schwöre es bei meiner Mutter. Wenn ich sterbe, stirbt auch deine letzte Hoffnung auf Erlösung. Vermutlich. Die Energiezelle des Kampfbots ist schwach. Wenn ich sie nicht in 30 Minuten auflade... bin ich tot. Diese Freaks, die uns angegriffen haben, südöstlich von hier ist eine große Gruppe. Da müssten Energiezellen sein. Dann folge ich dir. Ein letztes Mal. Alles klar. Sei vorsichtig. In den Trümmern sind viele explosive Komponenten. Schon klar. Jo. Wie sich Charaktere wandeln können, ne? Anfangs so Ishii voll auf unserer Seite. Gut, ich meine, anfangs hat er auch schon... Ja, war schon ein bisschen gegen uns, sag ich mal. Oder gegen unsere... Art. Ui. Oh. Unsere Art, was wir machen wollen. Also General Serrano töten, etc. Oh. Ey, nice. Aber naja, mittlerweile. Keine Angst, ich pass schon auf. Wie geht es dir? Ist er ja ganz gut dabei. Nein, mittlerweile. Nicht, was? Aber was soll ich machen? Ich muss sie trotzdem ertragen. Ich werde dich hier rausbringen, Ishii. Mittlerweile merkt man noch stärker, dass er gegen uns ist. Und dass er eigentlich keinen Bock mehr auf uns hat. Hast du eine Ahnung, was sie hier vor uns sehen, Ishii? Nein, aber sie stammt von der Konföderation. Der Kennzeichnung nach sind die Missionsprotokolle über ein Jahr alt. Du weißt also nur, dass Serrano hier irgendeine Scheiße vorhatte. Und so können wir Sachen upgraden, Leute. Ja, ich warte. Die Konföderation würdigt beeindruckende Kills als Skillshots. Drücke N, um eine... um die Skillshot-Datenbank aufzurufen, die alle Skillshots anzusehen, wie möglich sind. Genau. Ja, hier haben wir jetzt alles. Töte einen Gegner, indem du in die Oberfläche trittst und so. Es gibt alles Punkte. Genauso wie hier. Aber die Waffen haben wir, glaube ich. Nee. Ich glaube, die Fähigkeit, die haben wir noch nicht. Oder hast du es... weiß ich nicht. Töte einen Gegner durch einen Schuss in den Kopf, etc. Es gibt hier ganz viel. Okay. Boah, das fasse ich nicht. Diese miese kleine Peitsche bewertet meine Leistung. Und sie wird gleich eine weitere Gelegenheit bekommen, deine Effizienz zu messen. Wir werden angegriffen. Ach Mann. Und da sehen wir unsere Punkte. Das gibt ziemlich gute Punkte. Ja, es gibt wenig Punkte, wenn wir die normal töten. Aber wenn wir sie jetzt zum Beispiel halt wie eben mit der Peitsche hier ranziehen. Oder halt normal killen. Ja, es gibt ja Punkte. Mit diesen Punkten können wir... Was? Achso. Führe Skillshots auf, um dir Skillpunkte zu verdienen. Diese kannst du bei Versorgungskapseln investieren, um dir Waffen, Munition und Upgrades zu kaufen. Verbinde dich jetzt wieder mit der Versorgungskapsel, um Nachschub zu erhalten. Genau. Hier. Hier haben wir jetzt die Skillshot-Datenbank, hier haben wir die Statistiken. Und so weiter.
Und hier haben wir den Versorgungsshop. Da können wir jetzt zum Beispiel kein Upgrade kaufen, aber hier könnten wir, also bei unserer Peitsche. Hier sehen wir noch unsere weiteren Sachen, die wir bekommen werden. Das hier ist unsere Waffe. Könnten wir zum Beispiel erstmal die Kapazität upgraden. Könnten wir theoretisch nochmal, aber wir haben nicht genug Punkte. Und dann kaufen wir uns noch Munition. Nochmal. Und somit sind wir erstmal ganz gut dabei, würde ich sagen. Wir kriegen ja hier von den Waffen auch noch meistens Munition dazu wieder. Das ist ganz okay. Auf dem neuesten Stand Achievement. Okay. Ja, und wir müssen halt Punkte sammeln, um vieles freizuschalten etc. Kugelkick. Nochmal Kugelkick und Kopfschuss. Komm mal her. Nice. Wir müssen halt... Bam. Kopfschuss. Schöne Sache. Und lol. Und noch ein Kopfschuss. Ja, das gibt uns halt alles Punkte. Und... Diese Punkte sind wie gesagt sehr wichtig. Das Basislager ist direkt vor uns. So. Ich weiß gar nicht, wie viel uns das Punkte gibt. Erstmal explodieren lassen. Nutzen Konföderationsbestände. Das ergibt keinen Sinn. Wir sind in den Außenquadranten. Hier gibt es weit und breit keine Kolonien oder Ich will mal C drücken. Zum Crouchen. Kann ich das nicht runterholen? Okay. Doch. Okay, da sind noch Gegner. Okay. Soweit alles besiegt. Okay, da kommen noch welche. Wir müssen halt, wie gesagt, am besten versuchen, vier Punkte zu sammeln durchs Killen. Das geht halt mit... Ups. Wir können halt mit der Peitsche so vieles einsammeln. Wir können jetzt mal gucken. Was gibt's jetzt Neues? Wir könnten wieder Kapazität erhöhen. Was halt jetzt momentan noch nicht nötig ist, deswegen mache ich das erstmal nicht. Sammeln wir erstmal hier noch die ganze Munition auf, die die ganzen Gegner fallen gelassen haben. Wie es aussieht, rennt der Charakter auch ein bisschen automatisch zu den Orten, zu denen wir müssen. Aber auch nur ein bisschen. Und wir sprinten halt. Ich will jetzt erstmal die Munition hier alles aufsammeln. So. Von hinter uns? Oh, von hinter uns! Alles klar. Das Auto ist mit geringer Strahlung verseucht. Wenn wir uns so lange hier aufhalten, wird keiner von uns überleben. Wie in den guten alten Zeiten. Sorry, dass ich nicht in Nostalgie schwelge. Hier rüberspringen kann ich nicht. Die Konfiguration belohnt dich für schnelle Reaktionen in kritischen Situationen mit Skillpunkten. Bereite dich darauf vor, RTM festzuhalten, um dir jetzt eine anzusehen. Mach ich gerade. Ich habe den Komplex gescannt. Der einzige Ausweg führt nach unten. Vor uns sind Quartiere in einem Minenkomplex. Bist du für diese Art von Kampf bereit? Nein, bin ich nicht. Ich bin für nichts dergleichen bereit. Wir haben keine andere Wahl. Ja, da hat er recht. Ja, fantastisch! Ui. Das war nett. Da war noch einer hinter mir. Alles klar. Ich finde es ein bisschen schade, dass man nicht springen kann in diesem Spiel. Aber naja, was soll's. Gut, Leute, hier unten in dem Abschnitt endet wieder der nächste Part. Also dieser Part hier. Was ist das hier? Illegaler Uranabbau? Nein, die Konstruktion ist zu perfekt. Das ist keine Unterweltoperation. Wer auch immer diese Unternehmung finanziert, kann seine Investition vergessen. Bleib wachsam. Wir sind hier nicht sicher. Gut, Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, bewertet den Part. Wir sehen uns bei... Das nächste Mal wieder. Haut's.
3.